Hi, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Das Jahr 2021 ist gefühlt ja schon halb vorbei, aber in diesem Video stelle ich euch die Lieblingsbücher von mir vor, die ich im Jahr 2020 gelesen habe. Ausgewählt habe ich für dieses Video ausschließlich belletristische Titel. Mit dabei sind drei Krimis, mit denen ich auch anfangen möchte. Vielleicht der ungewöhnlichste, Söhne und Siechen der Seelen von Alpa Kanygüs. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ein Roman aus dem Türkischen, ist beim Binoki Verlag erschienen, den es ja leider nicht mehr gibt. In der Türkei ist dieses Buch schon im Jahr 2004 erschienen. Dieser Krimi, wenn es denn überhaupt ein richtiger Krimi ist, das ist ja die Frage. Auf jeden Fall ist es ein total schräges Buch. Unsere Hauptfigur namens Alpa, ne, heißt wie der Autor, ist ein Knirps von 5 Jahren. Und nicht irgendeiner, das ist unser Ich-Erzähler. Und was ich an ihm so faszinierend finde, ist, dass er sich auf der einen Seite zwar wie ein typisches Kind verhält, vielleicht mehr wie so ein Achtjähriger, würde ich sagen, also mit seinen Kumpels Fußball spielt und seine Freunde hat und seine Feinde. Und auf der anderen Seite ist er aber so eine Art Genie, so eine alte Seele, kann man sagen. Ein bisschen nostalgisch, sehr schwermütig und definitiv total misanthropisch. Er hat auch natürlich ein Familienleben. Das Buch spielt in Istanbul. Und irgendwann entdeckt er die Leiche eines pensionierten Kommissars. Und dann beginnt er zu ermitteln. Jedenfalls sagt der Klappentext, kündigt das so an, dass das so ist. In Wirklichkeit geht jetzt aber gar keine Detektivgeschichte vor mit diesem Knirps als Ermittler. Beziehungsweise gar keine richtige Krimihandlung, sondern das ist eher so ein satirischer Text auf die türkische Gesellschaft. Und vor allem auf so dieses diktatorische Gehabe von so türkischen Männern, die den dicken Posten irgendwo haben. So im Buch geht es dann auch also um nervige Verwandte, um so einen großkotzigen Chef seines Vaters. So eine ganz kleine Liebesgeschichte ist drin, nervige Freunde und schlimme Feinde. Und am Ende wird dann dieser Krimi-Fall doch noch gelöst, aber das geht dann so ein bisschen hoppladihopp, als hätte der Autor den Sack irgendwie noch zubinden wollen auf den letzten Meter. Außerdem bekommt der kleine Alpa es natürlich noch mit der Polizei zu tun, die ihm dann aber meistens so einen Schritt oder mehrere Schritte hinterher ist. Das Buch hat, das sage ich auch, so ein paar dramaturgische Schwächen, wie ich finde. Und es ist mir auch nicht so ganz leicht gefallen, bei den Figuren so einen rechten Überblick zu behalten. Aber definitiv sind die Charaktere und das Setting sehr ungewöhnlich und haben mich deswegen noch sehr lange beschäftigt. Es ist definitiv keine 0815-Lektüre und deswegen, glaube ich, ist das Buch zu Recht bei meinen Lieblingsbüchern des vergangenen Jahres. Übrigens gibt es auch einen Nachfolger, der so wie Söhne und Siechen des Innen noch antiquarisch erhältlich ist und den ich noch nicht kenne. Der heißt Hüllenblume. So, die nächsten beiden Bücher stelle ich nur ganz kurz vor, denn ich habe beide hier schon erwähnt. Katrin Engberg, Krokodilwächter, ist im Diogenes Verlag erschienen und dieses Buch sind wirklich sehr, sehr lange auf meiner Want-to-Read-Liste. Das Buch ist Teil einer Trilogie, die in Kopenhagen spielt. Eine Stadt, die ich so vom Urlaub kenne. Ich habe alle Bücher der Reihe hintereinander in rascher Folge gelesen. Und zwar im Sommer, als meine Frau schwanger war, beziehungsweise im Wochenbett war, habe ich ihr die Bücher vorgelesen. Die Autorin ist Regisseurin und Choreografin. Und der Krimi ist ganz klassisch erzählt, wir haben mehrere Perspektiven. Wir haben hier einmal die alte Professorin Esther, die ist auch Vermieterin. In ihrem Haus geschieht ein sehr brutaler Mord. Diese alte Lady und ihr Mieter, der etwas demente Gregers, sind eigentlich auch so ein bisschen Hauptfiguren des Romans, Sympathieträger. Daneben gibt es zwei Ermittler von der Polizei, nämlich Jeppe Körner und Annette Werner. Dann gibt es noch so ein bisschen anderes Stammpersonal, das sich durch die ganze Reihe durchzieht und sich auch immer so ein bisschen weiterentwickelt, wie man das so möchte. Die Figuren sind wirklich sehr, sehr scharf gezeichnet. Ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, wie die Autorin so Karteikarten angelegt hat und dann sehr genau die ausgearbeitet hat, dass sie so einen klaren Charakter haben und sich so voneinander unterscheiden. Das ist ja wirklich gut gelungen, wie ich finde. Überhaupt hat das Buch sehr viel Lokalkolorit
man lernt auch sehr unterschiedliche Ecken von Kopenhagen kennen, auch so nicht so touristische. Ne? Auch viel über die Polizeiarbeit, kann auch viel über Gerichtsmedizin lernen. Also die Autorin hat wirklich sehr, sehr gründlich recherchiert. Die dänische Polizei war da auch sehr aufgeschlossen. Ich habe da so ein YouTube-Video gesehen, wo sie in so einem Polizeiwagen rumfährt. Also das hat mir gut gefallen. Das ganze Buch überhaupt und die ganzen Bücher sind sehr filmisch, schreien geradezu nach einer Verfilmung so tatortmäßig. Das Buch, man sieht es hier kaum, ist 500 Seiten dick. Es gibt so die typischen Verdächtigen. Es bleibt auch nicht bei einer Leiche. Mehr will ich nicht spoilern. Die erste Tote ist eine Studentin, die so vom platten Land nach Kopenhagen kommt, um sich so selbst neu zu erfinden, und die wird dann ganz schlimm verstümmelt aufgefunden. Und der Clou in dieser Geschichte ist, dass in einem Romanmanuskript von Esther dieser Mord schon beschrieben ist. So, und das macht sie so ein bisschen natürlich auch zu einer Verdächtigen. Ich bin jetzt kein großer Thriller-Fan, ich lese eher so literarische Krimis, aber die Bücher von Katrin Engberg haben wirklich alles, was so ein guter Thriller braucht, und die haben mich wirklich bei der Stange gehalten, von vorne bis hinten. Im zweiten Teil mit dem Titel Blutmond gibt es dann auch eine Mordserie, bei der so ein Giftmischer die Schickeria Kopenhagens aufmischt, und da gerät dann der beste Freund des Ermittlers, das ist ein homosexueller Schauspieler, unter Verdacht, der ist der Hauptverdächtige, und wird von Jeppe gedeckt, und dann hat man so einen sehr schönen Zwiespalt und zweifelt so in der Figur, ne? Kann ich dem trauen und so. Das Ende ist auf jeden Fall auch sehr, sehr ungewöhnlich, und es empfiehlt sich dann aber auch unbedingt Band 3 der Serie zu lesen. Warum, spoiler ich hier nicht. Glasflügel ist der dritte Band, und er beschäftigt sich so thematisch mit psychischen Defekten und Kliniken für Jugendliche. Gleichzeitig ist es, glaube ich, der blutrünstigste und so ein bisschen effektheischendste Band der Reihe. Die anderen sind da schon nicht besonders schüchtern, aber also es ist jetzt nicht so ein Schnitzler-Roman wie von Fitzek, aber schon ziemlich brutal. Mir hat die Reihe gut gefallen, straightforward, super zum Vorlesen geeignet. Das nächste Buch will ich nur ganz kurz vorstellen, denn ich plane ein Bücherbattle dazu. Es ist Aufzeichnung eines Serienmörders von Jung Ha Kim aus dem Kass Verlag. Sehr schmales Buch, 152 Seiten dick. Hauptfigur ist der Ich-Erzähler Byung-Soo Kim, ist ein pensionierter Tierarzt und ein ehemaliger Serienmörder. Heute ist er dement und er hat sein mörderisches Handwerk an den Nagel gehängt. Das ganze Buch ist aus seiner Perspektive geschildert, und zwar in Form von Tagebucheinträgen. Und wohlgemerkt, das sind Tagebucheinträge eines schwer an Alzheimer erkrankten Mannes. Also wir haben es hier mit einem höchst unzuverlässigen Erzähler zu tun. So, und der wird am Anfang in einen Autounfall verwickelt und sieht dabei dem anderen Fahrer, einem Mann, in die Augen und erkennt da seinesgleichen, also einen gemeinen, gefährlichen Serienkiller. Und ihm wird später dann klar, dass dieser Mann es auf seine Ziehtochter abgesehen hat, die mit ihm lebt. So, und jetzt bereitet sich dieser alte Killer darauf vor, diesem Typ noch das Handwerk zu legen, was aber nicht so einfach ist, weil mit jeder Seite schreitet seine ausgeprägte Demenz so voran. Das Ganze ist übrigens, wie ich finde, sehr schön, also der Umschlag sehr schön illustriert. Und mir gefällt gut, dass die Seitenzahlen dann immer blasser werden, je weiter das Buch fortschreitet. Übersetzt wurde das aus dem Koreanischen von Inbon Park und ja, ist sozusagen ein koreanischer Streifzug des auf japanische Literatur spezialisierten Kass Verlags. Sprachlich ist das Ganze super dicht und komprimiert. Die Dialoge, Stimmen sind auf den Punkt. Das Buch hat Tiefgang. Man erfährt auch immer wieder so ein bisschen was über Korea, koreanische Geschichte. Dieses Spiel mit einem unzuverlässigen Ich-Erzähler funktioniert auch ganz gut. Es gibt ein Lesebändchen. Wie gesagt, Buchgestaltung gefällt mir sehr, sehr gut und ist einfach ein Buch, das mich sehr glücklich gemacht hat. So, ich habe gesagt, ich habe 3 Krimis, jetzt kommt Krimi 4, nämlich Joel Dicker. Die Wahrheit über den Fall Harry Kubert hat wahnsinnig lange auf meinem Want-to-Read-Stapel gelesen. Der Autor ist Jahrgang 85, also ein bisschen
jünger als ich und dieses Buch ist ein dicker, fetter Ziegelstein, 730 Seiten dick. Worum geht's? Ein junger Autor, jüdischer US-Amerikaner, ein Shootingstar, erfährt, dass sein Mentor Harry Kubert des Mordes verdächtigt wird. In seinem Garten wurden nämlich die Gebeine eines lang vermissten Mädchens gefunden und die war, wie sich dann sehr schnell herausstellt, Kuberts Geliebte und minderjährig. Direkt neben ihr wird dann auch noch das Originalmanuskript eines oder des Romans gefunden, mit dem Kubert weltberühmt geworden ist. Das Ganze spielt in dem fiktiven Kaff Aurora in Maine, Neuengland. Die Gegend kenne ich übrigens selbst von einem Urlaub, genauso wie der Autor. Joel Dicker ist Schweizer und mit diesem Buch und die Geschichte der Baltimores hat er zwei Bestseller gelandet, die sich weltweit mehr als 6 Millionen Mal verkauft haben. Ich finde auch zu Recht, das ist ein tolles Buch, das ist zwar abschreckend dick, aber es hat jetzt beim Lesen keine Längen, keine krassen. Es gibt ja nicht nur diese reine Krimi-Handlung, sondern der Ich-Erzähler, der hat auch so seine ganz eigenen Probleme. Im Prinzip wird er nämlich von seinem Verleger erpresst, jetzt mal so den nächsten Megaseller bitte nachzuschieben. Und er hat überhaupt keine Idee, also er hat eine richtige Schreibkrise. Dieser Typ, Marcus Goldman, hat die ganze Zeit so auf dicke Hose gemacht und sich so wie so ein Popliterat feiern lassen, lebt auf großem Fuß. So, und jetzt haut er ab aus seinem Luxus-Apartment in New York und versucht die Unschuld seines Mentors irgendwie zu beweisen und gräbt, da fängt an zu graben. Ne? Es gibt etliche handfeste Überraschungen, es gibt mehrere krasse Twists. Zwischendurch wurde es mir mal so ein bisschen zu lang, da habe ich mir gewünscht, dass der Autor mal ein bisschen schneller vorwärts macht, aber ich bin sehr, sehr glücklich, dieses Buch gelesen zu haben. Also es ist ein richtig schönes Stück Popcorn-Literatur. So, dann gibt es ein Buch, das habe ich euch mitgebracht, Klein, aber fein. Und dieses Buch hat meine Begeisterung für Siegfried Lenz neu entfacht. Der Geist der Mirabelle, das enthält eine Sammlung von Kurzgeschichten, die alle im fiktiven Kaff Bollerup spielen. Bollerup, glaube ich, an der Ostsee. Das sind Dorfgeschichten, man könnte sagen, das sind so Schwänke. Aber im Mittelpunkt stehen dann natürlich so die spleenigen, plattdeutschen Charaktere. Es gibt immer eine witzige Wendung in diesen Figuren, es gibt immer einen geilen Twist. Und so ähnlich wie in Zärtlich war es so Liken, das in Ostpreußen spielt und viel bekannter ist, wahrscheinlich kennst du das Buch auch, kommen hier auch immer wieder die gleichen Charaktere vor. Das sind 12 Geschichten auf 110 Seiten. Jede ist lustig, das Buch ist sehr, sehr heiter und ich finde, das gehört so in jede Leseapotheke und ist so das perfekte Buch für einen verregneten Sonntagnachmittag. Absoluter Geheimtipp. Jetzt kommen wir in die Kategorie so gar nicht heiter. Julian Barnes, Der Lärm der Zeit, habe ich in der Ausgabe der Büchergilde gelesen. Es war für mich das erste Buch von Julian Barnes, britischer Autor, und ich habe mir geschworen, jetzt Flaubert's Parrot anzuhören als Hörbuch. So, im Roman geht es um den sowjetischen Komponisten Schostakowitsch, der sich irgendwie so durch die Stalinzeit durchmanövrieren muss, wie der Willen, der gefeiert wird und dann aber in Ungnade fällt und buchstäblich auf gepackten Koffern lebt, so mit der Angst im Nacken, jetzt in den Gulag zu kommen oder erschossen zu werden. Sprachlich und von der Komposition finde ich ein absolutes Meisterwerk, extrem viel Tiefgang, auf jeder Seite irgendwie so ein halbes Dutzend Sätze, die man sich anstreichen möchte, rausschreiben möchte. Das ist ein schwermütiges Buch, das mich aber durch seine wundervolle Sprache getröstet hat. Dann haben wir hier noch ein Buch aus der Büchergilde Gutenberg, das genau meinen Geschmack getroffen hat. Irischer Autor Frank Ronan. Der Mann, der Evelyn Cotton liebte, im Original ist der Titel präziser, The Man, Plural, Who Loved Evelyn Cotton. Beides ist richtig, denn der Ich-Erzähler ist so ein Mann in der Midlife-Crisis, ein Zyniker, so liebeskrank bis zum Umfallen, verbittert und depressiv sowieso. Man muss nur den ersten Absatz lesen, um total angefixt zu werden. Seit 24 Jahren und 4 Monaten minus 8 Tagen bin ich in Evelyn Cotton verliebt. Wir haben zweimal miteinander geschlafen.
Das erste Mal vor 23 Jahren, das zweite Mal gestern. Wird das also eine traurige Geschichte? Macht es mich zu einer Witzfigur? Der Ich-Erzähler fungiert hier so als Chronist und schildert so die verkorksten Beziehungen der Frau, die er liebt und der er ein Freund ist, die er aber nicht erreichen kann. Es werden so interessante Figuren mit einem interessanten Leben geschildert. Es geht um Emanzipation, Feminismus und die Schwierigkeiten, das in England, Irland dieser Zeit, England, vor allem London, so umzusetzen. Es ist ein Buch über enttäuschte Liebe. Es ist auch ein hartes Buch, aber auch ein witziges Buch. Auf jeden Fall ist es immer ein sehr spannendes Buch. Mit 276 Seiten, finde ich, hat es die perfekte Länge. Einfach ganz klarer Tipp. Und zwei Bücher stelle ich euch noch vor. Das eine ist Delphine de Vigan, nach einer wahren Geschichte aus dem Dumont Verlag. Nachdem ich Loyalitäten gelesen hatte, wollte ich noch mehr von der Autorin kennenlernen, habe mir dann dieses Buch geholt. Und was soll ich sagen, nach einer wahren Geschichte ist viel, viel besser, viel stärker als Loyalitäten. Es ist ein total intelligentes Buch. Die Ich-Erzählerin Delphine ist Autorin, ein extrem schüchterner Mensch, mit so ein paar Schrullen und so ein paar Psychomacken. Und auf einer Party lernt sie eine andere Frau kennen, Elle. Elle ist Ghostwriterin von Beruf und jetzt passiert was total Interessantes, nämlich es entwickelt sich eine Freundschaft, die immer so exklusiver und immer enger wird. Und die sich bis zu einer totalen Abhängigkeit steigert. Und schon bald ist es so, dass Delphine von der Meinung ihrer neuen besten Freundin komplett abhängig wird. Und diese Elle beginnt jetzt mehr und mehr irgendwie so in die Rolle, in das Leben von Delphine zu schlüpfen. Erzählt wird das Ganze mit zeitlichem Abstand und so ein bisschen in der Form eines Geständnisses. Und dieses Buch ist wie so eine Schlinge, die sich so ganz langsam zuzieht und dann, wenn es so schön eng ist, schaltet jemand noch irgendwie das Licht aus. So kam mir das vor. Und dieser Kampf der diesen beiden Figuren ist sehr packend, ist spannend und war so spannend, dass ich das Buch gar nicht mehr aus den Händen legen wollte. Wir ahnen, das steuert sehr schnell auf eine Katastrophe zu, aber wir wissen noch nicht so genau, wie diese Katastrophe aussieht, denn diese Geschichte hat mehr als einen doppelten Boden, auch schön, finde ich hier so illustriert. Und der Gag ist, dass wir wissen eigentlich gar nicht so, was wir hier lesen. Ist es Wahrheit? Ist es Fiktion? Es gibt auch so anonyme Drohbriefe, um das ein bisschen zu illustrieren, die Delphine erhält, die sie so psychologisch total aus der Bahn werfen, die dann so die Tür für diese Abhängigkeit öffnen. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Naja, 348 Seiten nach einer wahren Geschichte hat mich restlos umgehauen. Jetzt gibt es noch ein Buch, das ich hier empfehle, das ich als Hörbuch gehört habe, Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Habe ich eine Ausgabe von Penguin Random House gehört und übrigens fast abgebrochen, weil im dritten Buch, Audible splittet ja dann die Bücher, die dicken Schinken immer so in mehrere Teile, damit der Download schneller geht. So, und im dritten Buch gibt es irgendeinen Fehler. Ich glaube, das ist gar nicht die endgültige Fassung, sondern das sind irgendwie so einzelne Sätze, die der Sprecher nochmal gesprochen hat, nochmal sprechen musste, kommen dann auch nochmal. Ne? Das heißt, du bekommst dann einen denselben Satz nochmal, zweimal, dreimal hintereinander, immer so leicht anders betont. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht im Roman so steht. Ja? Das hat mich echt fast wahnsinnig gemacht. Naja, zum Glück betrifft es nur eins von sechs Büchern. Jedes dieser Bücher war 10 Stunden lang. Insofern ist jetzt hier auch eine Inhaltsangabe irgendwie hoffnungslos. Ganz grob gesagt schildert Tolstoi in seinem Meisterwerk Napoleons Russlandfeldzug von 1812, so mit bisschen Vorgeschichte und Nachgeschichte. Ja? Also es kommt dann so ein zeitlicher Cut. Und dann erfahren wir noch sowas über das Nachleben der Hauptfiguren, die überlebt haben. Es überleben nicht alle, etliche Jahre später. Na, insgesamt werden so 3 Jahrzehnte abgedeckt dann mit dem Buch. Und Hauptfiguren sind Vertreter des russischen Adels bzw. Hochadels. In der englischen Übersetzung üblicher übrigens alle mit Prince und Princess übersetzt, was gar nicht ging für mich.
der Roman ist so der Begriff, würde ich sagen, so des realistischen Erzählens. Ich war erstaunt, wie modern das rüberkommt, wie psychologisch akkurat in vielen Fällen das ist. Ein bisschen Geschmäckler haben manche Frauenfiguren, ist aber auch so eine Zeitsache. Aber mit Ausnahmen, mit wichtigen Ausnahmen, schienen die Frauen mir dann zum Teil ein bisschen flacher als die Männer gezeichnet zu sein. Trotzdem, alle Figuren haben ein sehr reiches Innenleben. Es gibt mehrere hundert Figuren in diesem Buch, also sowohl reale Figuren wie Napoleon und Zar Alexander, französische Generäle, russische Generäle. So, und die werden dann so munter von Tolstoy mit seinen fiktiven Figuren gemischt. Zwischen den Kapiteln gibt es immer wieder so Essays, in denen Tolstoy so seine Agenda offenlegt. Also ihm geht es so ein bisschen, grob gesagt, deutlich zu machen, dass die Geschichte nicht von einzelnen großen Figuren wie Napoleon oder Alexander bestimmt wird, sondern ihren eigenen Gesetzen folgt. Und sozusagen so ein Strom ist, der sich aus vielen sichtbaren und unsichtbaren Quellen speist. So ungefähr ein Drittel des Buches spielt auf Schlachtfeldern, also Austerlitz, Smolensk und die Schlacht um Borodino in Russland, die dann so zur letztendlich Zerstörung von Moskau danach geführt hat. So, ansonsten wird gelebt, getrunken, geliebt, geheiratet, werden Kinder in die Welt gesetzt, er wird sich geschieden, in Kriegsgefangenschaft geraten, aus der Kriegsgefangenschaft befreit, gehasst, versöhnt, beschäftigen die sich mit ihren Leibeigenen, da wird religiösen Fragen nachgegangen, da werden Freundschaften gepflegt, da wird gezockt ohne Ende, da wird gejagt, da wird Träume nachgegangen, philosophiert. Es ist ein unglaublich reiches, fesselndes Buch, mehrfach verfilmt, gibt, glaube ich, auch eine BBC-Serie, die wahrscheinlich sehr gut ist. Und wenn du jetzt überlegst, irgendeinen Klassiker zu lesen, dann rate ich dir, lass Moby Dick links liegen, lass Auf der Suche nach der verlorenen Zeit rechts liegen, lass Stolz und Vorurteil, was weiß ich wo liegen und greif dann zu Krieg und Frieden. Ich hätte jetzt die Bücher, Liste der Lieblingsbücher hier noch fortsetzen können von 2020. Mich würde auf jeden Fall interessieren, ob du einige dieser Bücher schon kennst, ob du was gelesen hast oder ob ich es vielleicht sogar geschafft habe, dass jetzt was auf deinen On-to-Read-Stapel wandert. Dann schreib es mir hier unten in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.